Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier ein W50 euch heute hier vorstellen. Ist hier auch für die Konsolen hier verfügbar. Hier haben wir einmal hier den als Pritsche und einmal hier als Sattel. So, schauen wir uns den erstmal Sattel hier mal an. Ja, sieht schon mal sehr interessant aus. Das Modell ist hier, wie wir sehen, hier ein bisschen mehr eckig als wie wir sehen hier als ja, rund moduliert, aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde es schon mal sehr erfreulich natürlich, dass es auch mal hier was für die Konsolenspieler natürlich gibt, die was auch gerne mal hier OS-Technik spielen natürlich möchten. Ja, das gute Stück kostet hier 20.500 Euro und 1045 Leasing. Ja, wir haben jetzt 60 km/h, also Höchstgeschwindigkeit, 150 Liter Tankvolumen und eine Leistung von 120 PS, entsprechend 92 kW. Wir haben jetzt einmal hier Farbwald, sehen wir hier auch ein paar andere Farben hier dazu bekommen, wie wir hier sehen. Ja, beispielsweise nehmen wir mal hier die Hauptfarbe, dann jetzt die hier Felgenfarbe, gehen wir mal hier auf Grau. Dann hier Designfarbe, ja, dann nehmen wir mal hier Weiß, dann haben wir jetzt mal so. Schade, dass wir hier den Rahmen hier jetzt hier nicht also eine Farbwahl haben. So her, wir können das jetzt hier natürlich das machen, separat. Also haben sie es so gemacht. Ja, also ich hätte das eigentlich gerne gehabt hier oben, aber man hat halt auch das hier so genommen. Also nehmen wir den mal hier in der Farbe, dann jetzt hier natürlich hier. Also Kotflügel, jetzt hier hinten haben wir so oder ohne. Wie wir sehen, also haben wir die Möglichkeit. Dann jetzt hier Standard-Schlauchanschlüsse. Dann jetzt hier vorne. Ja, da haben wir jetzt eine Kupplung vorne. Haben wir da, aber ich sehe aber nichts, was vorne ist gemeint. Ah, da haben sie hier gemeint. Okay, das ist ein bisschen sehr versteckt, muss ich sagen. Dann jetzt die hier Standard hinten. Das finde ich ein bisschen irritierend. Die hätten ja hier machen können und da machen können. Okay, nehmen wir den mal so, weil ich habe entsprechend ja hier gekauft. Ding. Dann haben wir jetzt die hier Motorisierung. Haben wir hier den W50 LAS. Mal sehen, dann können wir hier nochmal nehmen, wir mal sehen, aber da ändert sich jetzt hier von der Leistung her nichts, wie wir sehen. Außer jetzt hier kommt 150. Da sehen wir jetzt hier, ändert sich jetzt nichts und nachher kommt hier 150 PS, entsprechend hier 110 kW. Wir kaufen den mal so. Dann gehen wir jetzt da so her. Nehmen den mal so. Und dann nehmen wir hier runter, gehen wir mal Reifenvariante, da haben wir jetzt hier die Standardreifen drauf, dann gibt es hier noch Ballonreifen. Da gehen wir natürlich mal her, nehmen wir hier mal die Farbe. Ja, die Felgen könnten wir jetzt so hergehen. Ich weiß nicht, ist das jetzt da hier? Ah, Änderung, das passt nicht dazu. Das ist ja nicht gerade ideal, würde ich mal sagen. So, das haben wir dann den zweimal gekauft. Dann gehen wir jetzt hier natürlich retour. Da gehen wir jetzt hier zu unserer Britsche oder wie man was, Kipper oder wie man so sagt. Also kostet die 24.500 Euro eine Anschaffung und 1249 Leasing. Wir haben jetzt, so wie jetzt da steht, ein Ladevolumen von 4000 Liter. Da können wir natürlich erhöhen hier auf 6000 oder jetzt hier natürlich für Häckselgut, ja, auf 12.500 oder wieder hier. So, dann machen wir das aber jetzt mal anders da. Designfarbe gehen wir mal auch mal her. Beige. Oh, nein, das passt mir nicht. Das optisch her nicht. Dann nehmen wir den so her. Hauptfarbe gehen wir mal hier so. Ist halt nicht zweigeteilt, wie wir hier sehen. Felgen, ja, gehen wir mal so her. Sieht auch wirklich schick aus. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier den Unterbodenschutz hinzuzufügen. Sieht auch ganz cool natürlich auch aus. Dann haben wir jetzt den Rahmen, haben wir rot. Den können wir jetzt in schwarz machen oder in grau. Oder wie man hier rot-weiß. Ja, das sieht doch ganz nett aus in rot-weiß, finde ich. Ja, da haben wir jetzt Reifen jetzt auch wieder hier Standard. Oder wie man hier sehen, Ballonreifen. Den kaufen wir mal so. Dann gehen wir wieder her. Also wir wollen mal auch natürlich sehen in verschiedene Varianten natürlich. Wie er abcapt, finde ich immer das ganz gut hier sich anzuschauen, weil
Ja, da kann was sein, muss nicht sein, dass jetzt zum Beispiel jetzt hier irgendwie ein Fehler da mit drin ist, mit der abgeplant ist. Also es kann passieren, ja. Wir sind ja alle auch nur Menschen. So, jetzt haben wir ja gesehen, also Motorisierung gibt es ja auch jetzt hier, den WLAH. Es ändert sich jetzt hier nichts. Ich weiß nicht, was jetzt da der Unterschied ist. Und dann gibt es dann noch wieder den normalen, wie wir sehen. Also, wir nehmen mal den LA, vielleicht ist das für Abkürzung für LMA. Ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau. Ihr könnt es ja mir in die Kommentare schreiben. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Also, ich habe mir jetzt, wie wir sehen, jetzt etliche Mal gekauft. Wir schauen uns mal hier den mal an. Ja, also schade ist irgendwie, dass wir nicht gemacht haben, dass man jetzt zum Beispiel die Türen oder sowas aufmachen kann. Ja, also Rosen, ja, finde ich ja hammermäßig, das gefällt mir. Ha, geil. So. Da sehen wir jetzt hier, die Schläuche hier funktionieren. Königszapfen hier passt hier auch. Der ist aber vorne so tief, dass der Hänger also nicht passt. Ja, was hättest du denn eigentlich schon erwarten können, dann? Wenn ich nicht den passenden Hänger dafür. Also, jetzt habe er hat leider hier keinen Hänger mit drin. Ich habe jedenfalls nichts gefunden, aber wir können noch mal schauen hier nach Marken natürlich dann. Hier sehen wir jetzt, da vorne passt das ganz gut. Gehen wir mal in an sich mal ran. Sehen wir jetzt hier. Spiegel hier sind vorhanden und natürlich mit Funktion. Sehen wir hier innen drin, die Armatur ist leider sehr eckig. Ich habe schon. Ja, ich will den Mod nicht schlecht machen, aber gesehen, also die sind schon ein bisschen schöner modelliert. Wie gesagt, man soll mich hier nicht falsch verstehen. So her. Ich sag ja nur die Sachen, was mir jetzt persönlich auffällt. Reifenspuren, wie man sehen, macht er. Die Spuren sind hier vom Lanz gewesen noch. So, jetzt tappen wir jetzt mal den mal rein. Der jodelt geil. So, dann werfen wir jetzt mal ein Augenmerk mal. Der Kardanwelle ist hier auch, wie wir sehen, jetzt animiert. Gefällt mir ganz gut. So, jetzt testen wir jetzt hier. Da hat er die Anschlüsse hinten. Aber ich finde irgendwie ein bisschen bescheuert, dass also man jetzt das separat hat. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Vielleicht, dass er die sonst anders daneben würde. Wie man sehen, hier Attacher hier funktioniert. Mach mal gleich mit denen hier uns einmal ein Licht, dass wir machen das natürlich zweimal. Also, wir gehen jetzt mal hierher, schauen auch mal ganz gut mal hier das mal im Dunkeln an. Sind wir jetzt hier? Einmal F geschalten. So, ich mache jetzt Fernlicht. Also, okay. Zweite Mal F, dritte Mal. Rückfahrlicht hat er keines. Ja, ist irgendwie schade. Hupe, ja. Also. Gehen wir nochmal hier, also unseren Tagesprogramm über. Wir werden jetzt den mal hier auf mal alt natürlich nochmal trimmen. Und natürlich ein bisschen schmutzig machen. Mal schauen, was der hier macht. Also, wie wir sehen hier, er wird hier auch alt und schmutzig. Coole Sache natürlich. Oh, Masten. Heieiei. Heieiei. Da sehen wir ja auch jetzt hier mit die Ballonreifen. Cool auch, dass das nachläuft. So, sehen wir jetzt hier. Sieht doch echt hammermäßig aus. Jetzt schauen wir uns gleich den nächsten an.
Ja, da werden wir uns jetzt mal hier mal was reinkippen. Wir tun erstmal den Anhänger mal hier natürlich mal hier verscherbeln. So, dann haben wir jetzt ein bisschen Platz da. Sehen wir hier, dass wir ganz über den Unterverschutz. Bremslicht. Sehen wir ja auch jetzt hier ganz gut, also dass es also der Schein hier passt natürlich. So. Ist nur mal Licht, wie wir sehen. Dann machen wir jetzt mal ohne hier ins Dunkel. So, unser Fernlicht hier. So, sehen wir jetzt hier, dass alles passt natürlich. Jetzt werden wir drehen mal das ganze Gute. Jetzt sehen wir auch mal hier mal auf die Griffel natürlich. So. Sehen wir auch ganz gut hier zwei Kegel. Das finde ich ganz gut gemacht. So, hier passt das Ganze. Jetzt eines, was mir jetzt hier aufgefallen ist, also die Leiter, okay, haben es jetzt hier auf der Seite hier in und auf der Seite her auch hier. Das haben sie gut gemacht, finde ich jetzt. Weil sonst hätte hier das durch den Ballonreifen gehen. Schauen wir mal jetzt, auf welche Seite der denn hier abkippt oder abdrückt, wie man hier sagen. So, öffnen wir mal das hier. Also wir können jetzt hier nach hinten das machen. Ja, da geht's von unten weg. Das finde ich ein bisschen schade, wie wir jetzt sehen. Die hätten das machen können, dass es von oben nach unten geht. Das ist es also, was ich jetzt nur ein bisschen kritisiere. Das ist nicht böse gemeint oder sowas. Weil es fällt. Ja, da rutscht das so rüber. Das ist ganz gut gemacht. Also. Jetzt sehe ich hier die Seite. So, jetzt sieht es jetzt schon besser aus, wenn wir das so sehen. Aber davor natürlich, es war so her nicht so schön. So. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wegen den Sound her. Komplett, also das andere her, das kenne ich hier. Also den Motor Sound so her. Das andere beim Fahren kann ich jetzt nicht beurteilen. Das. So, müssen wir schauen, dass wir hier rauskommen. Ich hänge da fest. Kollision! Kollision! Also andersrum. So. Jodel, jodel, jodel. Wir gehen natürlich jetzt hier den auch mal hier ein bisschen alt machen. Und natürlich jetzt hier auch mal ein bisschen schmutzig machen. Sehen wir jetzt hier ganz verschlissen das Ganze hier. Sind wir auch jetzt hier, also mal ein Augenmerk jetzt mal hier auf die Wellen, die funktionieren. Jetzt können wir jetzt auch bei denen nach hinten abkippen. Die Schmutzlappen hier, die wackeln auch ganz gut. Da ist es auch, dass es so unten war. Wow, da drückt der rauf hier. Wahnsinn. So, dann wechseln wir jetzt mal hier die Abladeseite jetzt auf links. Da sehen wir jetzt hier, also die Füllplane haben sie da nicht berücksichtigt, wie wir sehen. Die haben es ein bisschen kurz gehalten. Das ist irgendwie schade. So, machen wir den gleich nochmal voll. Da sehen wir es jetzt ganz gut nochmal. Jetzt gehen wir auf die andere Seite natürlich. Schauen Sie auf der Seite natürlich an. Man hätte das machen können von oben nach unten. Das wäre cooler natürlich gewesen. Weil das ist jetzt gerade bumm wegfallen. Aber es ist jetzt nur ein Spiel. So.
So, mit denen machen wir einfach jetzt, habe ich jetzt hier Häckselgut-Hänger. Nein, haben wir noch nicht getestet. Jetzt machen wir hier natürlich unseren Häckselgut. Ja, er hüpft sogar ein bisschen. Jetzt natürlich, schauen wir mal, wie der hier wegfällt. Ja, der fällt hier so weg. Er nimmt das so her ab. Okay. Er lädt auch ein bisschen schnell ab. Ja, aber damit können wir leben. Sieht auch ganz gut aus, finde ich, das Ganze natürlich. Jetzt machen wir den einfach noch einmal hier ganz gut. Kurz, also, mal schauen, ob der hier... Nee, gehört mir nicht das Land. Also, wir müssen den nochmal voll machen. Ich wollte noch was sehen. So. Achse. Sieht auch soweit das ganz okay aus, wie wir sehen. Aber wir wollen noch was anderes uns anschauen. Falls ich das übersehen habe. Sehen wir jetzt hier der Lappen. Der geht hier also in die Blattfedern oder wo geht er rein? Wie wir jetzt gesehen haben. Da. Das ist mir halt jetzt der halt aufgefallen. Ja, ist nicht schlimm, das ist nur optische Sache, aber jedenfalls, ich denke mal, man sollte das schon irgendwie erwähnen. Vielleicht macht er ja hier irgendwie ein Update, dass das irgendwie anders da vielleicht ausschaut. Oder er lässt es so, wenn es keinen stört. Ich sag mal nur, mir ist es nur persönlich aufgefallen. Es ist nicht irgendwie schlimm oder was von mir gemeint. Es ist halt nur eine kleine Sache, was mir halt jedenfalls aufgefallen ist. Lookmäßig, ja, haben wir keine Fehler drin. Ist eine super tolle Sache natürlich. Mich freut es jedenfalls, wie ich erwähnt habe, hier natürlich, dass es mal wieder ein Mod gibt hier in Kategorie Ost. Hier, dass es hier was für die Konsolenspieler gibt. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.